Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Resident Evil 8. Weiter geht es hier im Puppenhaus, möchte ich sagen, und zwar im Haus Benevento. Ja, wir haben unsere Frau Mia gefunden, aufgeschnitten, untersucht bis zum geht nicht mehr. Und ich möchte mich einfach nochmal entschuldigen für den letzten Part oder für die letzten beiden Parts, wo ich ein bisschen planlos hier rumgelaufen bin. Ich muss mir jetzt einfach mal angewöhnen, Gegenstände, die ich habe, genauer zu untersuchen. Den Ehering zum Beispiel hätte ich viel früher untersuchen müssen eigentlich. Dann hier an der Puppe hätte ich etwas genauer hingucken müssen. Aber jetzt haben wir ja das, was ich brauche, im letzten Part noch bekommen. Und zwar die Messingscheibe, die Scheibe aus dem Brustkorb der Puppe. Ein geometrisches Symbol ist in sie eingraviert. Und diese Messingscheibe, die müssen wir jetzt hier vorne an der Tür einsetzen. Da haben wir ja schon die anderen Scheiben so hingedreht, dass es passt. Also die drei geschlossenen Augen und der Rabe, der nach rechts zeigt, und hier muss jetzt die Messingscheibe rein. So. Und dann müsste sich eine Tür öffnen. Ah, in den Keller. Okay, das war's. Tschüss. Ich glaube, wir haben keine andere Wahl. Wenn wir Rose finden wollen, müssen wir uns diesen Weg hier stellen. Irgendwie. Ah. Diese tiefen Keller und die tiefen Gänge in Horrorspielen, ich hasse das. Noch mehr als die Puppen, die oben stehen. Ihr wisst, Puppen in Horrorspielen verträgt sich nicht so gut. Und das haben wir auch, glaube ich, im Film gesehen, diese Szene. Wir haben ja oben in dem Arbeitszimmer so einen Projektor stehen gehabt mit dem Film, den wir gesehen haben. Da war auch dieser Brunnen hier zu sehen. Und auch diese Wiege da, um Gottes Willen. Aha, da ist nichts drin. Ich gucke mich erstmal hier um. Ja, schon ein bisschen gruselig, ne? Ey, von alleine? Ich soll jetzt da in den Brunnen oder was? Ja, naja, was bleibt mir anderes übrig, ne? Was bleibt mir anderes übrig hier? Oh Gott! Ach du Scheiße! Hä? Mia nochmal? Aber die war doch oben. Schlüssel zum Sicherungskasten. Schlüssel zum Sicherungskasten. Der Schlüssel vom Boden des Brunnens. Und aus Mias Hand. Na gut, dann bleibe ich jetzt hier unten. Ich würde sagen, wir kommen hier schon irgendwann wieder raus. Oh nee. Oh, das klang wieder so, als wäre uns irgendein Weg versperrt worden. Oh nein. Scheiße. Das passt überhaupt nicht zusammen. Ey, der Horror geht los. Das hört sich nach Rose an. Scheiße, das Licht ist aus. Oh nee. Shit. Irgendwas stimmt hier nicht. Ja, ja, alles wird gut, ey. Ah, toll, hier ist natürlich wieder zu. Ich speichere lieber vorher. Ich habe das Gefühl, wir sind jetzt nicht mehr alleine. Und dieses Baby, ey. Oh, guckt euch mal die Spur hier an. Mia ist weg, die war unten im Brunnen. Ah, mir schwant und mir ahnt hier nichts Gutes. Uah, guckt euch das an, was ist das? Sieht aus wie so ein riesiger Wurm oder so. Hier ist nichts mehr an der Wand. Und hier hat es einen Knoten drin. Boah. Shit.
Oh Gott! Oh, Hilfe! Hilfe! Was ist das denn für ein Vieh? Das war also das Baby oder was? Oh, Hilfe! Hilfe! Ach, scheiße! Ach, jetzt kann ich hier durchgehen! Ach, stark! Ich muss irgendwie fliehen, ey. Ah, da kommen wir noch nicht durch. Oh, scheiße, das kommt. Das Baby, das kommt. Schnell zurück. Wo bin ich hier? Ah, im Puppenzimmer. Scheiße, ich sehe halt auch gar nichts, ey. Ja, ich habe zwar den Schlüsselkasten schön und gut, aber beziehungsweise den Sicherungskasten, aber jetzt fehlt die Sicherung wahrscheinlich. Ach, die brauche ich. Ein Relief eines Kindes. Ich gehe jetzt diesen selben Weg hier wieder zurück. Mir ist dieses Baby nicht ganz geheuer oder das, was das sein sollte. So ein riesiger Scheißhaufen. Das war so ein riesiger Scheißhaufen mit Babygeräuschen. Boah, ganz eklig. Da schaudert es mich jetzt schon wieder. Uah. Dem möchtest du auch nichts. Dem möchtest du auch nicht nachts begegnen, aber ich bin ihm ja jetzt gerade nachts begegnet. Lass uns mal kurz gucken. Wir haben jetzt dieses Relief eines Kindes. Das Relief aus dem Sicherungskasten des Fahrstuhls im Flur. Es zeigt ein Kind. Das müssen wir einsetzen bei dieser Tür, wo die Frau war mit nichts in der Hand. Da müssen wir hin. Können wir das nochmal genauer untersuchen? Ne, ich habe ja aus dem letzten Part gelernt. Nee, das können wir aber tatsächlich nicht untersuchen. Die Frage ist jetzt auch, wo wird das Baby lang kriechen, ne? Ob es hier lang kriecht? Ist das nicht diese kleine Puppe da? Ich weiß nicht, ich gehe jetzt hier erstmal durch, aber das sieht aus wie diese Puppe, die wir am Anfang hatten bei Heisenberg, als wir da auf dem Schloss waren. Die ist uns doch da auf den Sack gegangen. Oh oh. Ich habe echt ein bisschen Schiss, dass das hier gleich wieder auftaucht, das Baby, ne? Ich sag's euch so, wie es ist. Ich guck mich hier nochmal um in der Küche. Es scheint erstmal weg zu sein. Aber ich bin mir da nicht so sicher. For real nicht. Ist auch noch ein Foto, das können wir uns nicht angucken. Überall die Tapeten runtergerissen. Hier übrigens schön. Fluchtweg versperrt, alles klar. 100 pro irgendein Fluchtweg. Und was ist hier? Auch irgendein Zimmer. Wo wir uns wahrscheinlich umgucken müssen. Aha, mhm. Die Abendgarderobe, auch nicht schlecht. Irgendwas in den Schränken, auch nicht. Da ist... Ah, eine Sicherung, okay. Aber lasst mich nochmal kurz, bevor ich das jetzt nehme, mich hier andersweitig umgucken. Nee. Eine Sicherung. Oh nein. Ich sehe nichts. Ach so, jetzt. Na, das war natürlich wieder ganz typisch. Das war jetzt wieder ganz typisch, dass wir hier... Wenn wir die Sicherung rausziehen, dass das Licht ausgeht. Die Sicherung aus dem Sicherungskasten im Schlafzimmer. Sicherung auch genannt. Aber warum sind diese Schränke da? Müssen wir uns vor diesem Baby da oder vor diesem Ding? Vor diesem Babywurm verstecken vielleicht? Guck mal, hier können wir zum Beispiel auch runter. Das lässt mir ja keine Ruhe, ne? Ja, er befriedigt sich schon wieder selber unterm Bett. Weißt du, das machst du natürlich nicht so vor anderen, ne? Deswegen versteckt er sich mal unterm Bett. Ja, ich bin jetzt nämlich der Meinung, wir müssen wieder zurück. Wir müssen ja diese Sicherung in den Kasten da einsetzen. Und dann mit diesem Baby? Naja, ich versuch's einfach. Was bleibt mir anders übrig? Psst! Hör auf, umzuräumen oben.
Nur die Frage, wo das Baby ist, ob das oben wartet, was meint ihr? Oder ob das direkt hier im Flur wartet? Ich muss mir jetzt nochmal gut den Fluchtweg hier angucken. Wenn wir jetzt hochgehen, ne, wir sind ja hier. Und mal angenommen, wir müssen flüchten, dann müssen wir hier durch, hoch, durchs Medienzimmer. Ah, da sind wir in der Puppenwerkstatt. Wir müssen, warte mal, wir müssen eine Etage höher. Wir müssen ins Erdgeschnee, Quatsch. Wir müssen dahin zum Fahrstuhl. Da kommen wir nur hier rum. Nee, da kommen wir nur durchs Arbeitszimmer. Also wir müssen wieder durch diese kleine Nische durch. Also hoch und dann rechts und dann durch diesen Hintergang. Na, ich, ne? Hallo? Hier ist kein Baby. Oh Gott! Ach du Scheiße! Weg, weg, weg! Wo ist es? Wo ist es? Boah, ich lauf einfach scheiß drauf. Ist das schon cool irgendwie, ne? Schnell unters Bett! Ich werde es jetzt austricksen mit Trick 17. Pass auf. Dieses Baby, ne, ey. Ach du Scheiße, guckt euch das mal an. Ich sag dir eins, wenn das mein Kind wäre, ne? So, jetzt ganz schnell. Hopp. Einfach laufen und einfach nicht nach hinten gucken. Scheiße, es hat uns gesehen. Es hat uns gesehen und auch bemerkt. Lauf, 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 Ethan, lauf. Scheiße, auch versperrt. Wo kommen wir denn jetzt lang? Hier? Und dann müssen wir durchs Arbeitszimmer, ne? Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg hier ist. Scheiße. Ich setze jetzt schnell die Sicherung ein. Nein. Scheiße, da ist es wieder. Und da geht's nicht rein. Na toll. Scheiße, ich hab verkackt. Mann, warum ist denn jetzt hier der Schrank vor? Kann ich so irgendwie austricksen? Das Baby sieht uns ja nicht, ne? Oh, jetzt schnell, komm. Schnell drück, schnell. Mach auf. Mach auf den Lachs. Und drück. Oh Gott, nein. Uäh, Junge, nimm mal Zahnseide. Alter. Was ist das einfach für ein Vieh und was ist das auch für ein Spiel? Alter, ey. Aber hier oben sieht's auch nicht mehr so aus wie vorher, ne? Nein, bitte nicht, ey. Ich hasse Puppen. Ich hasse Puppen. Noch mehr als dieses Ding gerade. Was ist hier los? WTF? Geh nicht. Ich lass dich nicht. Sag bloß, du lebst noch. Du bist nicht besser schnell, bevor meine Freunde dich treten. Oh nein, ich habe eigentlich keinen Bock auf Versteckspielen, ne? Boah, diese scheiß Puppen, die bewegen sich, ne? Deswegen schafft euch nie Puppen ins Haus. Echt, schafft euch nie diese Holzpuppen ins Haus. Oh Gott. Wie viel von diesen Viechern gibt's denn hier? Was, jetzt muss ich sie suchen, oder was?
Jetzt spielt auch noch so eine grässliche Musik, ey. Hier ist sie nicht. Ich gehe mal hoch, vielleicht ins Foyer. Da war ich auch noch nicht. Da ist sie, die Puppenspielerin. Frau Beneviento. Die uns hier diesen Schlamassel gebracht hat. Da hinten ist sie. Okay, die will... Oh, da können wir noch was öffnen. Was ist hier drin? Gar nichts. Einfach diese Musik im Hintergrund, ne? Die passt einfach. Das ist so geil gemacht. Es ist zwar gruselig, ab und zu. Mit einigen... echt widerlichen Viechern, aber es ist cool. Wo ist sie denn? Hier ist sie nicht. Bin ich einmal im Kreis gelaufen, aber ich bin ja froh, dass dieses Monster unten uns nicht mehr verfolgt. Also da ist ja die Puppe echt pflegeleicht gegen. Ach du Scheiße. Oh oh, das ist kein gutes Zeichen, wenn die sich so schnell bewegen. Wo ist sie? Da, in der Ecke, oh weia. Na klar, ich bin das Vorbild. Vorbildlicher Familienvater. Immer gleich mit der Schere ins Gesicht. Wenn sie nicht hört, damit sie weiß, was die Sache ist. So, jetzt müssen wir sie noch ein drittes Mal suchen wahrscheinlich und dann... Aber wo? Ehrlich, wenn ich hier raus bin aus dem Haus, habe ich eine Puppenphobie. Glaubst du? Da! Das? Mia, ich bieg das wieder hin. Was? Oh, le Flacon numéro 2. Jetzt nichts wie raus hier. Flacon numéro 2. Wir drehen und sehen. Ah, warte, untersuchen. Mit dem viergeflügelten Schlüssel kombiniert. Aha, nun haben wir einen Schlüssel mit einem viergeflügelten Embryo. Sie haben ihre verlorenen Habseligkeiten wieder. Habe ich jetzt meine Waffen und so weiter? Inventar? Ach, Gott sei Dank ist alles wieder da, ey. Meine ganzen Lace sind da. Arznei, alles da, was ich brauche. Boah, Wahnsinn, haben wir jetzt hier alles abgesucht? Im Foyer ist noch irgendwas. Angie. Jetzt aber. Nee, hier ist immer noch was rot. Irgendwas ist hier noch. Irgendwas ist hier noch nicht abgearbeitet. Aber was? Ach, wahrscheinlich hier das Flakon-Ding. Die Beine. Flakon, Beine. Ja, das war's. Also, wir haben jetzt hier alles abgearbeitet. Wir haben die Puppe Angie. Wir haben Frau Beneviento ermördert. Ermessert. Oder mit der Schere erdrosselt. Wir kommen auch nicht mehr zurück, ne? Doch. Aber ganz ehrlich, ich will da nicht mehr rein. Also, wenn die anderen Häuser der Grafen und Gräfinnen genauso schlimm sind oder noch schlimmer, dann gute Nacht, ey. Obwohl es ja schön liegt, muss man ja sagen. Das ist wirklich schön gelegen, aber jetzt nichts wie weg hier. Schnell runter zum Duke, dem Dude. Aber war schon cool, wie gesagt. Dieses Baby da, dieses wurmartige Baby war schon ein bisschen grauenhaft. Und grausam, aber dann der Endfight, der war schon geil. Mit den ganzen Puppen, das passt halt zu so einem Horrorspiel, ne? Ein Horrorspiel ohne Puppen, das geht glaube ich nicht, aber wir werden nicht die besten Freunde. Die Puppen und ich in so Horrorspielen.
Steht die Nachricht noch? Die Nachricht ist auch weg, die wir einst hier stehen hatten. Schnell raus hier. Hier wird es auch wahrscheinlich nicht wieder... Ah, nichts passiert. Okay, also es geht nicht mehr zurück ins Haus. Ich will da auch ehrlich gesagt gar nicht hin. Aber was machen wir hier mit diesem Grab? Habe ich hier alles abgesucht? Das wird mir leider nicht rot oder blau angezeigt. Was machen wir jetzt hier mit diesem Grab? Da fehlt ja noch irgendwas. Können wir auch nichts einsetzen. Brunnenkurbel nicht, Flakon nicht. Ah, Beneviento. Familiengrab. Vielleicht finden wir ja irgendwas auf dem Rückweg. Okay, jetzt ist uns da der Weg versperrt. Das heißt, wir müssen hier ausmachen. Jetzt können wir auch endlich hier rein. Jetzt ist hier das Gebüsch weg, die Hecke. Jetzt ist halt der Baum hier in der Mitte. Überraschenderweise. Oh, ein bisschen Ley. Warum nicht? Bisschen Kohle. Hier können wir auch noch nicht durch. Beziehungsweise hier ging es noch nie durch, ne? Ja, das Haus müssen wir auch noch rein. Da hängt doch jemand, oder? Darf ich einmal? Oh Gott. Die sind noch gar nicht tot. Jetzt kommen die wieder aus ihren Löchern hier gekrochen. Das gibt's doch gar nicht. Na komm. Dafür habe ich nicht umsonst meine Shotgun hier aufgewertet. Aber die verbrauchen ganz schön viel Muni. Gibt's doch gar nicht. Warum lebst du denn immer noch? Das ist unfassbar. Wer ist das hier? Ist das der King? Kristalliner Schädel. Das ist alles wertvolles Geld. 2000 Lei. Stark. Stark, stark, stark. Aber dass die alle so viel Schüsse aushalten, ne? Hätte ich nie gedacht. Kraut und kristallinen Schädel. Dann nehmen wir hier nochmal die Muni. Ne, nochmal ein bisschen Lei mit. Ach, da gibt es noch mehr von den Viechern. Na toll. Ja. Noch eine Mine. Und ein Dietrich, okay. Und eine neue Waffe. Oh, W870 TAC. Weißt du was? Riegel vor. Schauen wir mal, was das für eine Waffe ist. Das wird so eine Art Shotgun. Ihr Inventar ist voll. Schaffen Sie Platz, indem Sie Objekte neu anordnen oder bewegen Sie Objekte, die Sie ausrangieren möchten, in die Zwischenablage rechts. Ah, shit. Ja, das ist halt das mit diesem Umsortieren. Ich habe einfach zu viel. Ich brauche einen größeren Koffer. Oder ich muss mal, warte mal, Alt stapeln. Kann ich vielleicht die Arznei hier stapeln? Nein, warte mal kurz. Shift. Kann ich die nicht stapeln hier, ey? Bestätigen? Ich kann die Arznei nicht stapeln, ey. Leck mich doch am Arsch hier. Drehen. Kann ich irgendwie drehen? Guck mal. Machst du so? Das ist ja voll kompliziert hier, ey. Zack. Dann drehe ich wieder. So. Ich brauche einen größeren Koffer. Echt. Nein. Bestätige. So. F. Dann machen wir einmal Rohrbombe. Beziehungsweise Arznei. Objekte stapeln, ey. Kann ich nicht... Was kann ich hier stapeln? Warum kann ich denn Arznei nicht stapeln? Das ist doch ein und dasselbe. Das verstehe ich halt überhaupt nicht. Pass auf, wir machen einfach nochmal den hier. Einmal Space und bestätigen. So, dann haben wir unten das Arznei. Ja, die Waffe kriege ich nicht rein. Ich muss irgendwas wegtun. Wie viel Platz braucht das? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vielleicht muss das hier oben irgendwie freikriegen. Pass auf. So... Und dann machen wir noch einmal, na, bewegen, dahin. Und vielleicht passt das jetzt hier rein. Ja, jetzt passt das rein. Boah, die probiere ich gleich mal aus hier. Die komme ich jetzt extra rein, oder? Jungs,
Wer bist du euch? Alter, zu auf einen Streich oder was? Na komm. Jetzt muss ich doch mal hier vorbei. Boah, scheiße. Ich nehme mal erstmal meine andere Shotgun. Weil die, die wir jetzt neu gefunden haben, die ist ja noch gar nicht ausgerüstet. Hier haben wir alles blau, ist alles abgearbeitet. Da ist ja noch nichts Blaues dran, ne? Ist jetzt noch irgendwas? Nee. Hier war ja alles blau. So, dann gehen wir mal weiter. Ich konnte doch irgendwie hier hinten nochmal durchgehen. Ist hier vielleicht noch irgendwas? Ich muss hier überall wieder lang gehen, nicht, dass ich irgendwas finde. Was ich dann später gebrauchen kann. Das wäre sehr ungünstig. Hier zum Beispiel die Kiste. Cool, Sonne und Mond. Gemacht, gut gucken hier. Eine Metallkugel, die mit einer Sonne und einem Mond verziert ist. Das heißt, wir müssen ja auch irgendwo eventuell dann mal wieder ein Labyrinth finden. So wie damals in Schloss Dimitrescu. Oh, Junge, ey. Okay, pass auf, ey. Ich habe das Baby überlebt. Ich habe diese scheiß Puppe überlebt. Dann werde ich die Monster jetzt ja auch noch überleben. Gucken, ob ich mir Shotgun-Muni herstellen kann. Shotgun-Muni so ein bisschen. Ah, nee, das ist Scharfschützen-Muni. Egal. Ich muss hier halt mal wieder upgraden. Jetzt können wir hier rein. Da konnten wir im Hinweg auch nicht hin. Ja, schließ dich mal. Weiteres verlassenes Haus. Oh, und einen Brunnen. Brunnen, 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 zack. Seitdem ich die Brunnenkurbel habe, fühle ich mich viel sicherer. Madalina Kopf. Wenn der Körper noch da ist. Das letzte Mal war ja unter anderem dieser Schafskörper oder dieser Ziegenkörper weg und der Ziegenkopf. Da konnte ich das nicht miteinander kombinieren, aber das jetzt hier, das kann ich miteinander kombinieren. Sieht aus, als könnte man die Teile zu einer Puppe kombinieren. Dann macht das doch. Schön. Würde ich mir direkt in, naja. Würde ich mir direkt, wie sagt man, ins Bett stellen oder auf die Ablage. Die vollständige Puppe einer jungen Hexe aus einer Sage. Sehr wertvoll, ne? Können wir alles beim Duke verkaufen. Der freut sich doch über Puppen. Der spielt doch gern mit Puppen. Der hat doch sonst niemanden. Der ist doch sonst so einsam. Deswegen gucken wir mal, dass er... Foto eines seltsamen Vogels. Oh, interessant. Moment. Das ist immer so schnell weg. Untersuchen. Da kann man bestimmt ranzoomen. Aha. Kommt euch das bekannt vor? Das ist auf dem Weg nach oben zum Friedhof. Linke Seite. Da unten dieses Häuschen, das haben wir nicht aufbekommen. Da war ich doch noch am Überlegen, ob man vielleicht das Häuschen, was auf diesem einen Friedhof steht, wenn das geöffnet ist, ob das eine Verbindung zu diesem Haus ist. Nun gut, nun gut. Okay, dann gehen wir nochmal hier in das Haus rein. Einfach mal hier. Unverschämt reingucken. Oh, eine Schreibmaschine. Perfekt. Noch mehr Explosivgeschosse. Ich frage mich, wann die mal einsetzen, diese Explosivgeschosse. Oh, Schlüssel des Geigenbauers. Auch sehr wichtig. Da war im Dorf noch ein Haus. Das konnten wir erst öffnen, wenn wir diesen Schlüssel haben. Wir sind also im Haus des Gärtners eventuell. Kann das sein? Ich lese jetzt hier noch dieses eine Buch oder was das hier ist und dann schauen wir mal. 10. November. Mutter Miranda hat Donna adoptiert. Noch nie war ich so glücklich. Schon als Kind fürchtete meine Herrin die Begegnung mit anderen, wohl wegen der Narbe in ihrem Gesicht. Und nach dem Tod ihrer Eltern schloss sie sich ein und redete nur mit Angie, der Puppe, die ihr Vater für sie gefertigt hatte. Ich danke Mutter Miranda für ihre grenzenlose Güte. 27. November. Donna scheint glücklich. Vielleicht bilde ich mir das nur ein, aber ihre Puppe Angie wirkt viel lebhafter als zuvor. Heute kam sie zu mir in den Garten und benutzte Angie, um mit mir zu reden. Es war eine wirklich angenehme Unterhaltung. Sie redete davon, ein Geschenk der Macht von Mutter zu erhalten? 29. November. Donna gab mir eine gelbe Blume mit der Bitte, sie im Garten einzupflanzen.
Es mag an den Pollen gelegen haben, aber als ich sie vor Fräulein Claudias Grab in die Erde einbrachte, fühlte ich mich plötzlich benommen und meine tote Frau erschien mir wie im Traum. Als ich dies Donna gegenüber erwähnte, schien sie begeistert und lud mich in ihr Haus ein. Sie sagte, ich würde meine Familie wiedersehen. Ich weiß zwar nicht, was genau sie damit meinte, aber das war doch sehr nett von ihr. Ist das dieses Grab, was wir unten vielleicht nicht öffnen können? Claudia Beneviento? Glaube ich nicht, das ist ja Fräulein. Und Donna Beneviento. Die Puppenbauerin. Ich speichere jetzt hier erstmal. Dann werden wir im nächsten Part, denke ich mal, hier nochmal vorangehen. Ach, guck mal. Hier ist ja sogar das zweite Labyrinth. Und hier müssen wir dann die Kugel einsetzen. Und dann gibt es wieder Schätze. Ah, okay, ich verstehe. Also, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben da lassen, ein Abo. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ciao, ciao.